Halli und herzlich willkommen hier zu Let's Play GTA 3. Ja, wir haben ein Taxi in der Garage und es kann sein, dass die Audioqualität ein bisschen schlechter ist, da ein guter Freund von mir noch dabei ist. Und das ist mein Mikro. Was? Doch, das Mikro ist hier, damit wir beide gehört werden, siehst du? Deswegen meine ich ja, die Soundqualität ist schlecht. Das nimmt von hier auf, weißt du? Verstehst du? So blub, kann ich es jetzt muten. So, wir müssen irgendwo gleichzeitig Ton. Ja, guck, hier ist das Video und der Ton, die Tonaufnahme läuft gerade. Also nicht so wie früher. So, warte, ich lass dich mal ansteuern. Natürlich. Wo soll ich denn? Uff, keine Ahnung. Zum J oder so ein Scheiß, glaube ich, ne? Zum J, ja. Okay. Ich brauch die Bremse, warte. Alter, die Leertaste. Du kannst aber alle überfahren, ja. Ist scheißegal, ja. Warte, ich hol mal noch ein bisschen Cola. Ich bin gleich da. Setz dich mal bequemer hin, Alter. Ja, natürlich. Okay, jetzt fängt an. Ich glaube, ich bin irgendwie falsch. Na, wie läuft's? Bist du beim J? Ja, warte. Perfekt. Okay, ich glaube, jetzt bist du dran. Warte, nein, jetzt muten wir das Mikro. I listen, this guy ain't Italian and he's no mechanic, but he could get things fixed. This is Pop's capo, Tony Cipriani. Hey, I'm Tony Cipriani. Take him to Mama's restaurant at St. Mark's, all right? Now listen to me. I'm planning a job that needs a good driver, so drop by sometime later, okay? Okay, kid, drive me to the laundry in Chinatown first. I got a bit of business to take care of. Those washerwomen ain't been paying their protection money. And watch the car, Joey just fixed this junk heap. So no fancy crap, okay? Oh Mann, ich erinnere mich an diese Mission. Die habe ich ja irgendwann schon mal gemacht. Die habe ich nämlich nicht geschafft. Die habe ich irgendwie dreimal versucht. Da war ich total hacke. Ey, hört uns noch immer jemand? Ja, jetzt ist wieder an. Ach so, du hast es wieder aus. Okay, okay. Ja. Kein Problem. Ist heute ein bisschen verplant. Ich hoffe, ihr verzeiht uns das. Oh, scheiß Lenks, okay, sie sind weg. Die hier. Du kannst besser fahren als ich. Also, wegen dem Driften, aber ich kann das auch nicht so wirklich. Ich sagte keine Künstlerschnauze. Natürlich. Die Mission ist noch leicht, aber ich kann mich irgendwie erinnern, dass wir die schon gemacht haben, aber komisch. Was soll's? GTA 3 ist irgendwie schon lustig. So schlechte Grafik. Ich hab ein Polizeichen, aber ist ja kein Problem so. Gut. Oh scheiße, du sollst einfach. Ja, okay, okay, schon. Warte, fahr einfach im Kreis. Warte, ich mach das. Okay, jetzt muss doch der Meister rein ran, weil nur der Meister kann im Kreis fahren. Das ist nur eine Kunst, die wenige Leute beherrschen. Deswegen. Ja, aber. Er macht noch mehr kaputt und kassiert dann noch einen Stern. Das ist doch deine Strategie, oder? Genau. Ich glaube, da verstehe ich dein System. So läuft ein Let's Play, Leute. Und jetzt fahren wir volle Kanne in den Abgrund. Oh, scheiße. Tja, ich glaube, die Mission kannst du vergessen. Scheiße. Oh, was machen wir jetzt? Du bist sogar tot, dann. Ja. Wir sind gesteuert. Das hast du perfekt gesteuert, irgendwie, oder? Ah, glaubst scheiße. Du es nicht besser von vorne aufzunehmen? Wir sind. Ja, okay, ein kleiner Skip, bis gleich. So, jetzt müssen wir aber erst. So, wir sind wieder bei Joey vor Ort. Und ich glaube, ich habe vorhin einen falschen Spielstand geladen. Das könnte erklären, wieso wir diese Mission jetzt gerade nochmal gemacht haben. Ich hoffe, es erklärt es. Wenn nicht, dann nicht. Und wir gucken jetzt einfach mal, was Sache ist, ne? Ja.
Ach so, ja, das haben wir alles schon. Okay, dann hat das nichts mit dem Spielstand zu tun. Ja, sondern nur damit, dass ich in der letzten Folge anscheinend doch zu unfähig war, diese Mission abzuschließen. Jetzt fahre ich mal. Macht dir das was aus? Kein Problem. Okay, perfekt. Scheiße. Keine Küste. Warte, warte, ich versuche mich zu konzentrieren. Ah, okay, warte. Die Leute springen mir aber auch richtig jetzt was auf. Okay, ich versuche jetzt so diese komischen Unfälle zu vermeiden. Du kannst ja noch schlechter würfeln als ich. Eigentlich nicht, ne? Aber oder war das ein ungewollt jetzt so? Naja, wie man es nimmt, so. Also, Jus. Das ist eine sehr lustige Szene. Guck mal, der geht da rein mit dem Baseballschläger und guck mal, was jetzt passiert. 1, 2, 3. So richtiges Fail. Ja, er kommt rein mit dem Baseballschläger, was wollte ich hier? Ja, was soll's? Ja, das ist richtig bescheuert von ihm eigentlich. Und du kannst ihn nicht umlegen oder was? Du musst ja jetzt raus. Naja, ich fahre halt über alle drüber, ne? Wie man das halt so macht. Und dann bin ich halt ein anständiger Junge und sammle erstmal die Waffen ein. So. Jetzt haben wir die Waffen und jetzt, wo wir die Waffen haben, können wir ja auch gleich mal allein auf eine gewesen, aber scheiß auf die. Jetzt müssen wir den, wie heißt der, Luigi oder so ein Scheiß, nach Hause fahren und dann ist er ganz stolz auf uns. Und ich habe das nie geschafft. Soll ich jetzt anfangen zu sterben? Wir sind gleich da. Nicht, dass irgendwas passiert, weißt du, Ari, ich weiß. Dann machst du vielleicht ein bisschen. Da musst du wieder im Kreis laufen, wenn ich mit Unsinn. Wenn ich einen Polizeistern habe, musst du im Kreis laufen, dann ist wieder alles von vorne. So, geschafft. Gut, dann haben wir jetzt auch die Mission für Luigi erledigt. Ja, was tun wir jetzt? Er heißt anscheinend gar nicht Luigi, er heißt Mr. T. Und wir kriegen eine Handynachricht. Die Uzi ist jetzt im Ammunition zu haben. Aha. Geh doch gleich dahin und probier's aus. Nein, Mann, wozu brauche ich eine Uzi? Ist doch voll geschissen. Du hast auch ein bisschen, oder? Also was, wir wollen doch jetzt dieses Let's Play schnell fertig machen. Schmutzige Wäsche, ich bin wieder leise. Und ja, also wir sind wieder leise. So the laundry won't pay any protection, huh? The triads think they can mess with me. Let's teach these would-be tough guys what it means to be a tough guy. Sorry, Mom. Yes, Mom. I want you to destroy their laundry vans and mangle any triad gimp that gets in your way. 8-Ball can supply you with what you're gonna need. Oh, vollkommen verpeilt. Es geht schon wieder weiter. Willst du ein bisschen kommentieren oder labern oder so? Ach, was soll ich denn labern? Du bist doch der Laberkönig. Ich bin der Laberkönig, perfekt, ja. Nee, aber wenn du willst, ich kann ein bisschen fahren. Oder ist es Level Schießerei, da können wir die Maus anschließen. Ach, mach du was ich. Ich hab die Maus hier schon angeschlossen. Guck. Ach so, okay. Aber, soll ich jetzt zum Ammunition? Also, ja, ich zum Ammunition, genau. So, so. Zum Ammunition hat er doch gemeint, ne? Oder? Ja. Ich, ja, fahr einfach mal hin. Hier so rechts. Perfekt, ja. Gut, du kannst immer noch fahren. Also halbwegs. Oh, aussteigen, das ist eine Granate. So, perfekt. Okay. Und jetzt gibt's mehrere Punkte auf der Karte. Ich habe gar nicht aufgepasst, was hat er überhaupt gesagt? Hast du aufgepasst? Keine Ahnung. Scheiß drauf. Uff. Gut. Darum geht's jetzt zu den gewissen Punkten, wo wir nicht wissen, wohin und irgendwelche Granaten werfen auf die. Da sind zum Beispiel Autos, glaube ich, links. Hier links. Ja, warte, stopp es. Ja, du musst dich vorher stellen, musst du stoppen. Ja. Weißt du? Direkt davor stellen, kann parken. Wenn das geht. Warte, ja, weiß okay. Nicht, ob es geht. Vielleicht fährt der auch nicht so weiter. Ah, Mann. Das ist mein Problem, weißt du? Scheiß Autos, Mann. So, und jetzt stoppen. Nee, dann geht er hier hin. Warte, ich mach das. Hier. Ich mach das nicht. Hier, siehst du, so geht es doch schon. Doch, so geht das. Siehst du, so geht es doch schon. So geht das. Oh, komm schon. Komm schon, er muss umfallen. Er muss umfallen.
Dieser scheiß Lastwagen! Oha, man, im echten Leben, oh, GTA ist so fährt den Leuten. Ja, Mann, ey. Okay, das war eine gute Idee. Was? Tja. Scheiß Idee. Eine richtig scheiß Idee. Ich wollte eigentlich mit der Pumpgun noch voll draufsetzen, aber dann habe ich irgendwie die Granate gewählt aus Versehen. Naja, und es ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen und deswegen fahren wir jetzt einfach diesem komischen Lastwagen nach. Oh, da schleicht sich gerade ein Lag ein. Okay, ist weg. Hier siehst du immer, wenn es von 30 FPS runtergeht auf 10, dann ruckelt es. Dann ruckelt es. Wow, es ruckelt. Wir haben keine Muni mehr für die Uzi. Du hättest also doch zu Ammunition gehen sollen. Ja, aber ich habe keinen Bock gehabt. Tschüss, dieser Fahrer ist aggressiv. Ja, die doch. Tschüss. Oh Mann, das sieht nicht gut aus. Aggressivo. Hey, das sah echt nicht gut aus. Warte, haben wir irgendwas? Oh Mann, es laggt ja wie Sau gerade. Okay, jetzt ist es weg mit dem Laggen. Aber bitte kann ich den Listen töten. Doch. Sterbs. Stirb, alter Mann. Ey, nein, das Auto hat nein! So ein Fail! Tja. So ein Fail, aber echt jetzt. Oh, fuck, man. Ey, ich krieg kein Auto mehr, ne? Ich glaube, das ist deine eigene Schuld. Oder hier. Okay, mach du mal. Du packst das. Auf jeden Fall. Du packst das, Alter. Warte, der geht mir gehen ruhig. Warte, da läuft anscheinend gerade Werbung. Ich wechsle mal auf Rise FM. Warte, nein. Hier, wie, komm als Geisterfahrer auf den Zug, sagen. Dann kürze ich mich. So. Oh, der fickt uns einfach. Was sollen wir denn machen? Ja, keine Ahnung. Wir ficken ihn auch. So, los. Keine Chance. Na komm, das schaffen wir. 100%ig, Dicker. Oh, what the fuck. So. Du musst stoppen und dann aussteigen und dann mache ich das schon mit der Pumpgun. Oh Mann, der Rest ist aussteigen. Du musst deinen Wagen davor stellen. Ganz schwer, ich krieg's ja auch nicht hin. Nein, keine unschuldigen Passanten, Alter. Ach, das nützt nicht. Der Typ ist voll scheiße drauf, aber wir hätten die Uzi gebraucht. Ja, ja. Pro. What the hell, der Typ hat... Ich glaube, eine komplette Lösung ist doch besser als uns. Warte. Jetzt dräng ihn ab, fahr geradeaus. Ach so, stimmt. Aus. Jetzt steig aus, enter. Warte. Und jetzt? Mach du mal den Rest, okay? Ja, mach ich. Du hast ja die Maus, okay. Du musst soll ich ein bisschen näher ran? Ja. Warte. Oh, es laggt gerade wie Sau, Leute. Ich kann dafür echt nichts. Wieso ruckelt es gerade so? Scheiß Ruckler. Ein FPS. Ist nicht euer Ernst jetzt hier. Verstehst du das? Ich hab noch Speicherplatz. Reichlich. Warte, machen wir kurz weg. Okay. Ja. Okay, für eines ist erstmal gesorgt. Jo, ist jetzt in die Luft geflogen. Das war der Ruckler auf Wert. Und, jo, gut ist jetzt. Nö, ist doch gut, oder? Auf jeden Fall. Oh, ich wollte gar nicht. Ah, Mist, jetzt habe ich den Sender gewechselt. Dabei war das gerade super. Es ruckelt jetzt auch ein bisschen wieder. Ja, es ruckelt voll. Ey, 12 FPS, was für ein Scheiß. Wieso eigentlich? Das geht ja 3, das darf nicht ruckeln. Egal, ich kann es wenigstens überhaupt driften. Sollen wir den Part jetzt schon beenden? Okay. Nein, den lass dann noch. Okay. So. Nein, überfahr doch keine Zivilisten, Alter. Ja, es ruckelt, ich kann mich gar nicht aufs Fahren konzentrieren. Ich auch nicht. Ach so, du steuerst ja noch die Kamera, dann ist er doppelt angefangen. Okay, und mit diesem scheiß Auto. Alter, ich mein aussteigen, das ja, renn weg, scheiß renn Auto, weg, renn weg. Machen. Wegrennen. Mit Shift? Mit Shift gedrückt. Okay. Hier, da. Ah. Alter, hier, gleich ins nächste, ins Taxi. Scheiß Taxifahrer, ich hasse die. Also nur in GTA, als ich sie. Oh, das war cool. Danke. Du kannst viel besser fahren als ich. Naja. Ah, du bist leider falsch abgebogen, aber scheiß drauf. Egal, hier ist ja. Scheiße. Nimm die kurze Abkürzung hier.
Das ist die längste Abkürzung eigentlich. Und doodle doodle do. Yeah. Ey, bei 10 FPS macht es auch gar keinen Spaß. Das macht Spiel irgendwie keinen Bock, wa? Ja, ja, macht gar keinen Spaß. Ganja. Okay, Leute. Da es jetzt so ruckelt, ich habe auch keinen Bock, jetzt den Part schon zu beenden, aber 10 FPS ist echt scheiße. Was machen wir jetzt? Den Part beenden. Ja, na gut. Okay, Leute, wir sehen uns wieder irgendwann mal. Den krieg ich einfach nicht mehr, was soll ich denn machen? Ja, Mann, scheiß drauf, ey, es ist scheiße. Okay. Ciao, Leute. Jetzt haben wir 30 FPS, guck doch mal jetzt. Jetzt fahren wir los. Okay. Ist es krüppelhaft, echt jetzt. Jetzt haben wir 30 FPS. Jetzt sind die Ruckler weg. Einfach so, ohne Sinn. Ich sag dir, das ist Antivir. Perfekt, dräng ihn ab. Dräng ihn ab. Ja. Jetzt steig aus. Aussteigen. Warte. Okay. Ey, ich schieß doch einfach auf den Fahrer, oder ist es denn... Nee, ist nicht so in GTA 3. Also keine jetzt, andere Waffe? Geh weg. Ich hatte leider keine. Oder doch. Hatte ich eigentlich schon. Egal. Warte, ich steig einfach hier ein. Ja, du musst schon... Was ist denn das? niemals ändernder Kreislauf. Warte mal, wo ist das dritte Teil? Ah, bei N. Haben wir die Mission eigentlich geschafft? Nee, noch eins. Siehst du das im Norden? GTA 3 ist so unübersichtlich. So. Jetzt hören wir mal ein bisschen Oper. Il Capello. So. Ja, da vorne ist der nächste. Hey, du hättest hier rüberspringen können. Egal. Ist nicht mehr gut, dass wir meinen Wagen raucht. Oh. Ja, stell dich vorhin. Und aussteigen. Oh, du hättest nicht rammen dürfen, jetzt fährt er weg. Der hatte doch Rot. Jetzt ist er im Verfolgungsmodus. Ah, oh, Mensch. Scheiß drauf. Die Karre ist ja auch ein bisschen schnell. Das wird schon ein Problem sein. So. Soll ich denn so einfach auf den Gegenfahrer drücken? Ja, perfekt. Nein, nee, nicht perfekt. Nee, nee. Du, links am Heck, weißt du? Ja, ja. So, hier. Bisschen mehr so. Dann dreht sich der Wagen einmal rum. Ja, der will hier. Aber oh, aussteigen. Wegrennen. Perfekte Reaktion. Ja. Naja, ich glaube, das nutzt gar nichts mehr. Hier. Da. Hammer oder den hier? Den da. Okay. Scheißegal, irgendein Auto. Ja, mit dem Auto. Oh, no. So. Cola schmeckt echt gut. That was magnificent. A very emotional piece. Molto adagio. Lovely, twinkling, radiant. Jetzt da. So. Nee. Oh, der lässt sich einfach nicht verarschen. So ein Wichser, ey. Warte, so. Ja. Ja, dräng ihn ins Wasser. Komm, was will er denn jetzt noch? Er hat einfach die Kontrolle, Mann. So ein Hundesohn, ey. Warte, du kriegst ihn jetzt. Komm. Diesen Huppiflop. Lollipop. So ein Huppiflop, ey, wa? Ich muss ihn einfach mit voller Gewalt machen. Oh, und jetzt kommt wieder. Jetzt ruckelt's wieder. Oh, nee, doch nicht. Doch, es ruckelt wieder. Komm, wir müssen jetzt schnell erlegen, bevor es zu ruckeln aufhört. Jetzt. Hier. Aussteigen, steig aus. Fällt da runter und so. Ja, aussteigen. Nein, nix. Okay. Ich dachte, vielleicht ein Pumpgun-Schuss bringt ihn jetzt zur Explosion. Boah. Das muss man noch mit aggressiver. Ey, wie viel hält denn der aus, ja? Das ist ja echt nicht normal, wie viel der aushält. Ja, eigentlich bring ihn an die Wand, Alter. Warte, tust du denn? Oh Mann. Egal. An die Wand hättest du ihn drängen müssen. Nein, so macht man das nicht. Warte, gib mal mir das Steuer. Okay, mach mal.
Wow. Naja. Ey, so ein Wichser. Der Meister war doch wieder am Steuer. Okay. Oh, wieder mit. Sonst wären wir jetzt tot gewesen, das wäre der größte Scheiß. Ey, aber was kann ich denn dafür, dass er mich umdreht, ja? Ja, den hier. Ey, so. Ganz ehrlich, wir hätten uns echt die Uzi holen sollen. War das nicht mein Vorschlag? Ich weiß. Entschuldige, dass ich nicht befolgt habe. Kein Problem. Aus WLAN kann halt jeder hier lernen. Boah. Cola schmeckt sehr gut. Ja, ne. Sehr viel Kohlensäure. Und noch andere Inhaltsstoffe. So. Du machst das sehr gut. Nein. What the hell? Der überfährt ja die ganzen Chinesen. Ist halt im Verfolgungsmodus. Ah, so ein blöder Van. Gib Vollgas. Wo will er jetzt abbiegen? Egal, ah, er hat eigentlich Ampel, aber egal. Dafür muss er jetzt büßen. Blöde Ampel, lass ihn büßen. Lass mich mal. Komm bitte. Hilfe! Bitte, bitte. Okay, okay, jetzt. Ja, der Meister ist wieder am Steuer. Okay, mal schauen, was du jetzt machst. Das sieht ziemlich gut aus, ja. Okay, nimm einfach eine andere Route. Bam 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 bam. Der Meister hat doch nicht so viel Ahnung. Doch, 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 hat er. Nein, der Meister wollte. Oh Gott, Mann. Bist du gebildet? Ja, stimmt. Eigentlich, das war für eine gute Idee. Also für einen Stern. Hat schon gelohnt irgendwie. Einfach so, einfach geistgeil auf den Bull-Kopf da einhauen. Ach so, willst du dann. Was willst Polizei du machen? Anhalten! Hallihallo, Kellerkind, halt an! Tschü, tschü, tschü! Der Kopf, der ist ja multitasking-dynamisch. Oha, jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Also, das spielt halt echt viel Action, finde ich. Meinst du, du packst es noch? Ja, Schiss, ja. Vorsteigen, wir haben eine Granate. Renn zurück, renn zurück. Schmeiß einfach. Oh, na, okay. Na, ich bin tot. Ist es jetzt gut oder schlecht? Ja, ist gut okay, wir haben die Mission erfüllt, erfüllt, oder? Yes. Okay, jetzt kommt schon okay. Yes, okay. Wir haben die Mission erfüllt. Also, es hat geklappt. Okay, unsere beiden Kräfte haben mal gerade so gereicht. Yes, Mann. Oh, mies, Digga. Okay, machen wir noch weiter? Nein, wir machen erstmal eine Part zu Ende, dann nehmen wir einfach einen anderen auf, wenn wir Lust haben. Also, drücke ich jetzt die Taste, ja. Ende so. Also, okay, wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Ciao, Leute.